Ich heiße Aria. Und hier lebe ich. In Hillcrest. Es ist wirklich schön hier. Aber einen wichtigen Teil meines Lebens habe ich hier verloren. Wir ritten fast täglich aus. Ich war jeden Tag viele Stunden bei ihr. Ich liebte sie mehr als alles andere auf der Welt. Sie war meine Sunny. Vor 2 Wochen ging ich in den Stall. Unser Tierarzt kam mir entgegen. Ich fragte ihn sofort, ob etwas mit Sunny sei. Er nickte und sagte, sie hätte eine Kolik gehabt. Ich lief an ihm vorbei zu Sunnys Box. Da sah ich sie. Reglos lag sie am Boden. Sie atmete nicht mehr. Jede Hilfe kam zu spät. Meine geliebte Sunny, sie war tot. Von da an ging ich jeden Tag joggen. Dabei dachte ich immer an Sunny. Ich vermisste sie so sehr. Ihre gutmütigen Augen. Unsere langen Ritte über Wiesen und Felder. Wie sich ihre braune Mähne im Wind bewegte. Und ihre Nähe, die mir über jedes schlechte Gefühl hinweghalf. Ich würde sie nie wiedersehen. Ich würde nie wieder ein Pferd so lieben können. Was war das? War das ein Pferd? Er lässt mich so nah an sich ran. Und seine rote Mähne. Er muss ein ganz besonderes Pferd sein. Komm mit zu meiner Freundin Luisa. Wir werden dir erstmal was zu fressen und trinken geben. Er hat sich verwandelt. Er sieht jetzt aus wie ein ganz normales Pferd. Ich muss ihn unbedingt Luisa zeigen. Luisa, was ist denn los?
Ich muss dir was zeigen, Aria. Komm schnell mit. Wir sind Fire und Violet. Wir haben euch auserwählt, um uns zu helfen. Wir sind in großer Gefahr. Ihr müsst uns verstecken. Wo sollen wir sie nur verstecken? Fällt dir was ein, Luisa? Niemand darf sich finden. Ja, ich kenne ein Versteck. Dort wird sie niemand finden. Wir müssen uns aber beeilen. Ich frage mich, was das für Pferde sind. Wir können mit ihnen sprechen. Sie wechseln ihre Farbe, sobald sie in der freien Natur sind. Meine Oma hat mir mal von solchen Pferden erzählt. Es sind magische Pferde, die sich verwandeln, wenn sie in der Nähe von Städten oder Dörfern sind. So werden sie nicht erkannt. Aber Oma sagte, dass es sie nicht mehr gibt. Und was machen wir jetzt? Was ist, wenn sie jemand findet? Und warum sind sie in Gefahr? Und warum genau wir? Ich weiß es nicht. Die Antworten bekommen wir wohl nur von Fire und Violet. Was ist denn mit euch los? Was ist passiert? Wir müssen hier weg. Vertraut uns und steigt auf. Wir erklären euch alles auf dem Weg. Fire und Violet, was ist denn nun passiert? Wir wurden gefunden. Wir mussten einfach weg. Da sind sie, die magischen Urpferde. Wir müssen sie fangen, um ihre Kräfte für uns nutzen zu können. Mit ihnen haben wir genug Magie, um alle Schattenpferde zu befreien.
Danke für alles, was ihr für uns getan habt. Danke für euer Vertrauen und eure Fürsorge. Leider können wir nicht hierbleiben und müssen uns von euch jetzt verabschieden. Wir werden immer bei euch sein und euch beschützen, auch wenn ihr uns nicht seht. Wir haben noch etwas für euch. Wir hoffen, dass ihr euch darüber freut. Lebt wohl. Ich hatte wieder ein Pferd und Luisa ihr erstes eigenes. Wir wussten beide, dass wir die letzten Tage nie wieder vergessen würden. Niemand würde uns das glauben. Wir hatten zwei Urpferde vor bösen Schattenpferden und deren Magie gerettet. Sie werden nun für immer frei sein. Keiner wird sie mehr jagen. Und auch wenn wir vier ein perfektes Team wurden, werde ich meine Sunny für immer in meinem Herzen tragen.